Dann haben wir hier die Neuheiten von Edition Spielwiese. Und zwar haben wir ein Quizspiel ohne Quizfragen von Per Silvester, der ja auch sehr bekannt ist für seine Quizspiele. Er liebt Quizspiele und hat das ein oder andere entwickelt. Wie das funktioniert, habe ich ehrlich gesagt von der Kartenrückseite auch nicht so ganz verstanden, weil explizit erwähnt wird, dass Quiz das keine Fragen stellt. Ja, das ist witzig, dass du sagst, so ganz habe ich den Titel auch noch nicht verstanden, weil es gibt natürlich Fragen, aber eigentlich ist es kein klassisches Quizspiel. Denn eigentlich geht es darum, es ist ein kooperatives Spiel und wir, symbolisiert durch diesen lilanen Marker, wollen zwei Umrundungen auf diesem Spielfeld machen. Ihr seht da vorne beim weißen Feld, wo unser lilaner Marker ist, so Zielfahnen. Wir wollen da quasi zweimal rum, bevor die KI-Gegner, sag ich mal, also die anderen Quiz-Teilnehmer, da rumgehen. Das ganze Spiel funktioniert quasi so, dass ich immer eine Karte als Gruppe aufdecke und auf dieser Karte stehen Fragen. Jetzt liegen hier schon mal, ich lege noch eine dazu, ich brauche nämlich einen gewissen einen gewissen Typen, den ich euch noch zeigen will, nämlich den hier. Ihr seht oben auf allen Karten immer ein schwarzes Kasterl, in dem entweder eine Farbpalette ist, also es geht nach Farben, ABC, also nach Buchstaben, oder 1, 2, 3, es geht nach Zahlen. Das haben alle Farben gleich. Bei Farben geht es immer um die Farben Gelb, Rot, Grün, Blau und Weiß. Bei Buchstaben geht es um Buchstaben A bis E. Und bei Zahlen geht es um Zahlen von 1 bis 5. Okay. Also ihr kennt ein wiederkehrendes Muster, denn alles davon findet ihr auch auf dem Spieltableau wieder. Die Zahlen 1 bis 5? Indirekt, weil 1, 2, 3, 4, 5 und dann wiederholt sich das Muster. Okay. Ja, das ist ein bisschen abstrakt, da hast du absolut recht, aber so. Jetzt geht es darum, wir ziehen immer eine Karte als Gruppe und darauf steht eine Frage. Diese Frage können wir, das seht ihr hier, ist jetzt hier quasi schon einmal gemacht worden, jedem einzelnen Quadranten zuordnen. Ihr seht also einen blauen, einen roten, einen weißen, einen grünen, einen gelben Quadranten und in der Mitte unseren eigenen, den lilanen. Jeder Quadrant gibt damit vor, wie weit sich was bewegt. Und wir wollen am weitesten bewegen und die Gegner am wenigsten. Du hast das Spielprinzip absolut verstanden. Das heißt, wir müssen eigentlich die Fragen bzw. die Antworten gar nicht unbedingt kennen. Manchmal ist es eher ein Schätzen, also ein klassisches, manchmal muss man auch risikobereit in irgendeine Richtung schätzen, damit man einfach den Gegner so wenig wie möglich bewegt, weil es gibt natürlich ein paar Sachen, die fies sein können. Als Beispiel nehmen wir das mal so. Wenn wir jetzt der gelben A eine Frage zuordnen, die dafür sorgen würde, dass sich A auf ein weißes E bewegt, dann blockt das A ein weißes E, was potenziell wieder gut ist, weil sich dann unser weißes E nicht mehr so weit bewegt. Heißt, wir können ganz gezielt die Gegner, also die künstlichen Gegner, sich gegenseitig blockieren lassen. Allerdings ist das ein bisschen auch ein Bumerang. Es kann uns nämlich genauso passieren, dass die sich unglaublich weit bewegen, indem wir alles falsch vorher platziert haben. Das heißt, wir müssen immer Frage lesen, überlegen, wo wollen wir sie zuordnen, das tun wir 6-mal. Danach, also quasi Frage lesen, zuordnen, bewegen und das machen wir so lange, bis an jedem Slot eins liegt, wir uns bewegt haben, dann legen wir sie ab und ziehen die nächsten. Woran weiß ich, dass die Gegner einmal über die Ziellinie sind? Jeder von den Tokens hat eine Rückseite, auf der ihr meine Zielfahne seht. Heißt, wenn die einmal rum war, muss die nur noch ein zweites Mal rum und dann hätte quasi der Gegner gewonnen und wir kooperativ verloren.